So, Ja. einfach straight raus. Ah, okay, das ist aber jetzt eine Filiale, weil ich habe gehört, ja, Loco Chicken soll ja so Ghost Kitchen eigentlich sein. Nicht nur, Bruder, der hat mittlerweile ur viele Filialen. Also du hast mittlerweile in Oh, Deutschland okay. echt etliche Filialen, wo du Okay. wirklich vor Ort dich hinsetzen kannst und halt dort Oh, nice, nice. zerfetzen. Ich dachte, es ist Ja, nur Ghost Kitchen am Anfang, aber. ja. Nein, hat schon einige Okay. Filialen. Ich glaube, dass auch angeblich ist, hat das wieder verkauft oder irgendwie die größten Teile oder irgendwie prozentual irgendwie das meiste abgegeben, weil es aufgekauft wurde, weil es so erfolgreich war. Keine Ahnung, ob da was Nice. dran ist oder ob das stimmt. Nice. Aber ich würde sagen, Chat noch am Start, Bock. Dann lass noch dieses Food-Video reingehen auf entspannt, ist nicht so lang. Und dann erfahren wir auf ernst und ehrlich von Mert Abi, was er sagt. Auch cooler Typ einfach, auch wirklich verdient gerade so mit ganz oben am Mitmischen. Ich sehe auch gerade, es steht hier, ich teste Loco Chicken mit Dulatov Brothers. Genau, ja, er ist ja seit ein paar Tagen. Er hat auch einen Stream, hat er einen der Dulatov Brothers bei sich gehabt. Die haben auch UFC gespielt gegeneinander, war auch cool. Also Dulatov Brothers, beziehungsweise, wie heißt der jetzt, der in der UFC ist? Islam? Nein. Ja, Island Islam Dul Dulatov, war Island Dulatov, ja. Dulatov, ja. Der ist jetzt frisch in der Wohlverdient in der UFC Contender Series, Wohlverdienst einfach auf jeden Fall. charakterisiert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, Also und auch Model und so. Also an ja. alle Model Damen, ist die reingekommen, zuschauen, Kuss geht Dulatov. raus. Checkt mal Deluta Dulatov. 1-1, vielen, vielen Dank. Lasst Liebe da für Deluta 1-1. Vielen, vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Willkommen in der kleinen und noch überschaubaren Community. Und ja, lass reingehen. Heute wieder ein bisschen Food Reaction. Und jetzt ist gerade Mert bei Loco Chicken. Lego. Fail. Lego. Und ich drücke auf den falschen Knopf Freunde, wie jetzt. geht's euch? Wir probieren heute Loco Chicken. Und zwar sind wir heute in Düsseldorf. Wie ihr sehen könnt, ich habe das DNA-Trikot an. Wir sind später bei der Icon League. Und ich dachte mir, wenn ich Oh, schon in nice. Düsseldorf bin, ich probiere mal von meinem Ex-Arbeitskollegen, sage ich mal. Ich war ja vor ein paar Jahren noch Rapper. Loco Chicken. Sieht vom Design her sehr geil aus. Ich mag auch die Farbkombination. Schwarzer Hintergrund, eine gelbe Farbe, Gelb-Schwarz gelbe ist halt echt Schrift. eine Der geile Laden sieht Kombo, schon sehr kann man nicht sexy sagen. aus. Aber wichtig ist, wie schmeckt dieser Laden? Wir bekommen auch gleich Doch, gut Besuch von einem durchdacht, gutes MMA-Profi. Konzept, gut Kamran durchdacht. Dulatov wird auch gleich kommen. Und der hat heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das Gute ist, wir sind heute in Düsseldorf, in seiner Stadt. Er weiß noch nichts davon, dass er auch die Rechnung zahlen wird. Deswegen, wir werden heute Definitiv. alles bestellen. Von Chicken Wing zu Loco Wing zu Loco Chicken. Wir Loco werden alles Wing. bestellen. Sogar Servietten werden wir probieren, ob die Sogar nicht. Sowjetisch. Kommt rein. Alles, was ihr hier sehen könnt, Oder mindestens. hast du, ich muss einmal kurz reingrätschen, von Mert Abi so die Sucuk-Marke. Ich hab das ja ein bisschen verfolgt, was er da macht, gerade mit Sucuk und so. Und er hat ja jetzt dann, ich glaube, Mitte nächsten Monats hat er dann Release quasi von seinem Sucuk, anstatt Alben wie früher. Und Bruder, auf jeden Fall, also wenn wir den in Wien irgendwo handeln können, wäre das auf jeden Fall was, weil er ist irgendwie ohne Schadstoffe, ohne Zusatzstoffe, ohne irgendwie danach zu färben mit künstlichen Stuff und künstlichen Aromen. Also soll Bio-Sujuk. halt echt Natural Quality Bio Sucuk-mäßig Ro sein, ja. Ro Sujuk. Sucuk. Das alles werde ich probieren. Oh, das ist crazy. Eine Waffel mit Chicken, Waffeln und Fantasie, Chicken, geil, mit Lauch, sage ich jetzt Zwiebeln, schon. mit frittierte Fritten. Wir haben den Frittierte. Stellvertreter gerade gesehen. Ich denke, ich bin diese Ding-Influencer, diese normalen Food-Vlog-Influencer. Also, nee, ich bin alter Arbeitskollege von Luciano. Wir haben ja zusammen Dings Musik gemacht. Ich habe doch Dings hier, diese Beats habe ich doch gemacht von ihm. Hallo! Wir haben einen MMA-Box-Profi to the international UFC to the right corner. And the MMA-Box-Profi. Hey, was du mache? Hey, du hast richtig Hunger, ne? Wir werden heute alles bestellen aus der Karte. Voilà, nichts gegessen heute, ne? Ja. Yeah. Hol mir den Kassierer, ich esse mit. Ja, Reden. Aber wir sind in deiner Stadt, deshalb geht das hier alles auf dein Näckchen. Bruder, Komm. es muss gar nicht erwähnen, mein Bruder. Mach ich mein Herz. Auf Ja, okay, dein ich nehme das mit dem Näckchen. Herz an. Näckchen, Bruder. Ja, rede, komm, wir gehen rein. Das ist einfach, Bruder. Wir müssen vorne nichts machen, keine Fantasie. Wir können hier direkt Auch alles geil, über bestellen. Terminal einfach Kameraden, ich kann fertig. sogar bestellen. Ich habe gerade erfahren, Fühle ich, muss wir ich ganz ehrlich bestellen, wir bekommen sagen. automatisch Links zugeschickt. Also ganz ehrlich, je weniger Konversation mit jetzt irgendwie Schalterpersonal, no front, aber es ist halt einfach ganz ehrlich simpler und schneller. Ja, also. Wir geben uns Axt, Leo. Ich habe viele Freunde, die brauchen das. Ich schenke ihnen das. Wir können nicht mehr schlecht bewerten. Die haben uns erkannt. Jetzt schon vorbei. Besitzer ist gekommen. Die haben uns erkannt. Die haben direkt Da läuft Lüftchen einfach gebrannt. seine Sie ist das. Musik. Also, das ist jetzt schon der Ja. krasse Laden. Kommt hier hin. Der beste Ganzen Laden. Tag Luciano. Beste Atmosphäre, beste Ambiente, beste Laden. Muss Ich aber mache auch keinen Spaß. Ich Org hole ihn dir dann aus. Knacks Ist das irgendwann okay, ja? kriegen. Wir bestellen alles. Du hast Hunger. Es geht auf deine Stell dir vor, Garantie, du hast wenn wir einfach nicht abliefern. Schicht so von 8 bis ich weiß nicht wie viel Uhr
Und hast die ganze Zeit nur Pull-up in SUV, Ich so glaube, ich glaub, ich glaub, du kennst dann seine Lieder aus, also du kennst seine Lieder besser als er selber, als Luciano selber. Wirklich. Das ist nicht meine Sünde. Oder bist du verrückt, oder die alles gestellt werden? Ich auch, oder, das kennt man doch, Bruder. Ich will diese Loco Chicken, dieses. Das ist doch alles einzeln, Bruder. Ja, das ist alles einzeln. Bruder, lass mal wirklich vorne bestellen, Bruder, weil das ist voranstrengend. Nein, ich muss. So, aber siehst du, er sagt vorne bestellen, das ist anstrengend. Also. Ja, sowieso. Ja, so. Wir haben so genug Freunde, die wir. Also, Freunde, warte mal auf meine Tür und essen die Hälfte. Also, ich würde auf jeden Fall Wings, Stripes, Nuggets. Vegan hole ich es mir jetzt. Ja, ja. Diese Waffel würde ich nehmen. Ich esse das auch nicht, nein. Ich respektiere Veganer. Und Burger. Und jeder soll vegan sein, aber ich liebe Fleisch. Ich möchte nicht vegan essen. Was ist das für ein Parfüm? Boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Boah. Einmal alles Sultana, ja. Ich liebe es so an andere Parfüme. Ich kaufe nur so Parfüm. Das gefällt mir zum Beispiel. Ja, ja, aber ich gehe auch nicht rein und suche Neues. Ich kann nicht. Wenn ich reingehe, ich werde krank. Dieses ganze Parfüm, meine Nase ist tot. Du musst sagen, nach drei Rings bist du so. Ja. Okay, ich habe alles bestellt. Dann gehen wir auf... Peace, Liebe ist. Oh, nein, Burger kann man nicht. Ich meine zu viel mit, ich werde nicht essen können. Ich will wirklich Chicken essen. Ja, ja, ich will auch ohne Chicken. Ohne Brot, ohne Chicken. Ich will wirklich reines Fleisch. Ein Burger, Lo, ein Burger. Komm, sag du ein Burger. Lieber, welcher ist du? Safe, Bro, ein Burger zum Testen würde ich auch nehmen. Ach, die sind eh klein, komm, wir nehmen noch einen. Aber Walla, maximal 70 auch, ne? Oder 2 Euro für einen Burger, hä? Willst du den? Der ist gut. Okay, cool, cool, korrekter Preis. Ja, Preis ist nicht korrekt. Ich will diese Kohlestoff-Burger. Lücke Waffel. Also, Chat, ich weiß nicht, ob gerade jemand aus Deutschland am Start ist, aber würde mich jetzt interessieren, also wir werden es eh im Video sehen, wie groß die Burger sind, weil ganz ehrlich, Bruder, wann hast du das letzte Mal für 2 Euro einen Burger irgendwo gesehen? Bro, also selbst bei uns, beim Mackie zahlst du für einen, dass so dieser Double Cheeseburger, der kleiner als deine Handfläche ist, zahlst du mehr als 2 Euro. Ja, also Double Cheese ist schon, ab Double Cheese kannst du reden so, aber Cheeseburger, Hamburger bei McDonald's ist so, ja, kannst du kriegen. So für Kinder. Ja, das ist wirklich so, halt ist wirklich jetzt mittlerweile so ein Kinderburger geworden, einfach so. Was aber kennst du diese Aussagen mit, wenn du sagst, und die kann ich nicht der Einzige sein, so ein Big Mac, Bruder, ist über die Jahre safe geschrumpft beim Mackie. Safe, auf jeden Fall. Und dann kennst du diese Leute mit, nein, Bruder, er ist nicht geschrumpft, deine Hände sind größer. Stimmt auch, natürlich, aber es ist so, alles ist klein, also alles hat sich verändert. So, du selbst, der Burger, die haben den ja voll angepasst. Natürlich. Es ist ja, Patty ist ja dasselbe Patty, was die für Cheeseburger, Hamburger benutzen. Also es ist eigentlich nur, weiß ich doch, teilweise beim, ja, ich glaube beim Big Mac macht es halt einfach so dieses, die Soße, ja, Big Mac, aber im Endeffekt so, allein dieses Brot die in der Soße Mitte halt, ja. Macht auch jetzt so, für den, halt du isst mehr Brot, mittlerweile ist es mehr Brot als Fleischpaste, oder, weil Fleisch ist es ja, zu Tode gemacht und Petti so, ja. Okay, lassen wir das, bevor wir jetzt... Was sagt mein Chat? Loco Chicken? Würdet ihr das probieren? Also mir hat keiner auf Loco Chicken reagiert, außer dass sie es probieren wollen. Jeder eine. Potato Pops, Digga. Zwiebelringe. Chili Cheese Nuggets. Wir werden echt viel haben, oder? Ja. Okay, die testen das. Das ist mein Ding, mein Ding. Lass mal. Diese. Shakes können auch geil kommen, so mit Pommes, also mit Shakes und Fries, ist schon geil. Tschüss, wir sind bei 96 Euro. Oder ein Call, den manche vielleicht als Cross empfinden, aber was sagt ihr so, Chat? Hört mal jetzt ganz genau zu. Viele von euch werden es kennen und lieben. Viele werden sagen, du ekliger Wochenend-Trip. Bastard. Du nimmst beim Mackie einen Shake oder eine Eistüte oder was das, wie die heißt, diese ganz billige Tüte da mit Eis. Ja. Und einfach Pommes. Oder Pommes in Eis oder Shake dippen, ich schwör, klingt eklig, aber kann so geil sein einfach. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein Fettsack ist, gerade so, aber es ist schon eine wilde Kombo. Ja. Also Chat, irgendjemand, Leute, komm, Lebenszeichen so. Nein, das, jemand das andere, ist auch, der das auch fühlt. Aber ich glaube, das ist so wie diese, wie jetzt Gurken beim Döner so. Weißt du, ich meine, okay, oder so. Okay, ich verstehe. Weißt du, was ich meine, ich so. Keine Feedback. Keiner gibt Feedback, keiner sagt, ja, nein. Bruder, du hast recht, das schmeckt gut, Thomas. Also ich bin auf deiner Seite, Bruder, also ich feiere das auch so. Ich bin auch einer, der den Cheeseburger aufklappt und Pommes reinstapelt. So. Oh, ja, gefährlich. Weißt du, was ich meine, das ist jetzt schon wieder, yeah. Das ist abnormal. Oh.
Das war's. Ey, ich muss, glaube ich, noch den Besitzer anrufen, Alter, ja? Die wollten auch rausgeben. Ich habe gesagt, nein, ich unterstütze extra, weil das Ding ist, wenn ich selber bezahle, kann ich auch echte Meinung abgeben. Weißt du, weil dann wurde ich nicht gesponsert. Stimmt. Nicht nur das, oder? Aber generell, oder wir sind doch nicht hier, oder? Nein, Leute, hören wir uns heute an, da ich habe Essen gegeben. Nein, trotzdem so, korrekt. Sehr, sehr korrekt. Voilà. Nur dieser eine, Bruder. Hat der Chef, hast du den gesagt? Hä? Hat der Luciano? Aber man muss Bock haben, Sultan. Du meinst auf Pommes und Eiskombo, ja, natürlich, geht nicht immer. Danke vielmals, wir wissen selbst schätzen. Murph, Wochenendtrip. Let's go. Aber wo? Düsseldorf? Ich schauen, Bruder, jetzt muss ich ernsthafter wieder kurz. Chat, erster ERA-Stream. Nicht, dass wir irgendwas in Wien suchen, Bruder. Wir suchen jetzt Loco Chicken in Deutschland zum Rüberfahren. Flüge werden gebucht, okay. Okay. So, schauen wir mal, wo sind Loco Chicken Filialen? Ich glaube, weil er gesagt hat, Düsseldorf, in Berlin muss es safe eine geben, weil Luciano Berlin so, also als Berliner, so wäre jetzt dann... Es muss doch irgendwo nach Salzburg, direkt nach der Grenze was geben, ja, da. Loco Chicken Rosenheim. Rosenheim? Rosenheim am Gries, aber das ist, glaube ich, eine Ghost Kitchen Filiale, wenn mich nichts täuscht. Ja, nein, wir brauchen da schon eine... Ja, müssten wir dann in Ruhe mal schauen, aber das ist schon schön gelegen. Aber ich glaube, also Luciano, ich weiß auch, du schaust zu, so wie Abu Goku, jeder schaut uns nämlich zu. auf den Nacken. So. Luciano auf deinen Nacken. Nein, aber ich glaube, wenn wir wirklich dann wenn mal Deutschland aktiviert wird, dann müssen wir dann einiges probieren gehen. Also ich bin selbst. Ja, safe. Ich habe da so eine geheime Liste auf meinem Handy mit den ganzen Spots, so, wo okay. Ich, sobald die mal aktiviert wird, also. Die wissen. Oder wenn wir unsere Listen kombinieren, wir brauchen eine Woche Urlaub in Deutschland und zum Essen nur gehen. Also für mich auch, gefühlt das letzte Mal Istanbul, wo ich war, war so nur Istanbul, Essen. Ja. So. Also drum, für mich, ich wie jetzt Mark Wiens, so I travel for food, so wirklich. Ja, Mark Wiens Rede, also, auch geiler Typ einfach, geiler Typ wirklich. Ja, deswegen, ich bin da so genau so, also ich würde auch nur wegen dem Essen irgendwo hinfliegen und reisen und so, ich glaube... Mein Chat ist auch bei mir so. Also Leute, was sagt ihr? Würdet ihr jetzt nur für Essen irgendwo hinreisen oder jetzt auch nur wegen was anderem? Aber also ist jemand aus meinem Chat schon mal, seid ihr schon mal extra irgendwo jetzt, es muss jetzt nicht mit dem Flugzeug irgendwo hin sein, übertreiben wir nicht vielleicht, aber ist schon mal jemand über seine Stadtgrenzen hinaus irgendwo hingefahren zum Essen? Safe, oder? Also bei mir im Chat kombinieren. Ja, das wäre natürlich am besten, wenn du mit, keine Ahnung, ich bin auch begeisterter Fußballfan, Basketballfan und ja, das wäre, man aber kann dann auch noch ein Match schauen oder noch die Stadt, so eine Stadttour. Aber wenn du sagst, du weißt, Bruder, wir haben dort noch ein Date. Habe ich da Pöchlern gehört? Okay, hat's nicht überhört, diese Bude. Also Pöchlern, Bro, sobald... Du weißt doch Bescheid, also, ja, safe. Ich glaube, Pöchlern wäre sogar einer so der nicht ersten, jetzt der ersten, anreißen. Ja. Weil die Leute sollen wissen, was... So, soll ich uns irgendwas reinreiten, einfach so mit Ansage auf dreist irgendwas callen und dann müssen wir hin? Weil du weißt, sonst Gesicht verloren und so. Im Bro, hat Pöchlern, wenn Pöchlern... weiß gar nicht, die haben jetzt, ich glaube, die Zeiten irgendwie geändert, erst ab 17 Uhr oder so, aber ich weiß gar nicht, ob wir da ohne Reservierung einfach so hin können. Ein Chat, wie hat der nochmal geheißen? Mir fällt der Name gerade wieder nicht ein. Ich habe den Namen schon so oft jetzt gehört und gesagt. Johnny's Burger. Johnny's Burger, genau. Der Duck's Burger. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht Duxburger nennen, weil er so nicht mehr heißt, aber ja, Johnny's Burger. Ja, die wissen, ja, wissen, dass er Duxburger ist. If you don't know, now you know. Ich glaube, okay. Ich glaube, es hört sich nach einer XXL Food Tour an. Ja, so. Ja, wirklich. Komm, lass reingehen. Nimm hier der eine, Bruder. Nimm Rosmarin. Bruder, das ist dieses rote Pfeffer. Was redet denn von Rosmarin? Mach keine Filme, hör auf, der Mann. Nein. Schau, die sind im Hintergrund und denkst du so, Bruder, was geht ab mit denen? Wer ist das? Bruder, bitte schau, dieser Blitz. Okay, wir machen zweite Bestellung. Der Bruder. Aber Bruder, wer kennt's jetzt? Komm in meinen Chat jetzt. Ich will mindestens ein paar Einser sehen. Wer kennt's? Das ist dieses typische... Ich sag mal vorsichtig, Kanaken-Gen, Ausländer-Gen, was wir alle haben, so. Safe. Dieses, ich zahl, Bro, es artet in eine Schlägerei halber draus, wie er bezahlen soll.
So, ja, wir sind doch alle gut erzogen, weißt du, was ich meine? So, man, es zeigt nur Liebe eigentlich so, aber es ist auch, keine Ahnung, so. Aber es achtet dann in einer Eskalation. Aber es ist, ja, ich zahle, nein. Oder diese geheimen, ich gehe aufs Klo und dann wurde schon gezahlt, so auf heimlich. Ja. Aber ich bin auch dieser Dreckige, habe ich auch schon ein paar Mal gedrückt. Ja, weil es dann nur so endet, also weil dann hast du ja, sonst... voll. Weißt du, was mal die ärgste Eskalation war so? Ich kann mich noch erinnern, damals in Syrien auf Urlaub gewesen, Cousin, Onkel und so. Und da ging es auch darum, so, wer was zahlt, okay? Und so dieses, ich zahle, nein, bei meinem Bart ich zahle, bei meiner Ehre ich zahle, bei meinem Bart. Wenn ich nicht zahle, ich lasse mich scheiden von meiner Frau heute noch. Und es ist sehr geeskaliert, okay? Und dann war dieses, okay, wenn du zahlst, hier mein Geld, ich schmeiß in die Mülltonne. Und so war das dieses. Ja. Ich werfe es weg. Ich werfe es weg jetzt. Ich werfe es weg. Definitiv. Verrückt, Digga. Lass reingehen. Was sagt Chat? Kennt ihr diese Situation? Inshallah geht deine Karte nicht. Der Film ist doch richtig, ein Film. Was denn? Egal, ey, schneid das raus. Ich glaube, diese Broke Times sind vorbei bei diesem Bruder. Das Karte nicht geht. Du hast Wallah gesagt, damit du nicht in Sünde landest. Lass mit die Klasse machen. Geht einfach weg. Allein beim... Wir sind 1, 2, 3. Wir haben bestellt. Ansonsten hier kann man so schaukeln, dies, das. Was ist das? Boah, Bruder, das sieht da richtig Fantasie aus. Nein, hör auf, Bruder. Warte, die haben so viel bestellt und haben dann vergessen, Getränke zu nehmen, oder was? Ist das ein Getränk oder ist das ein Milchshake? Achso, das ist ein Milchshake, Bruder. Popcorn stand, Leute. Mixed Tea, Red Berries, Loco Mix, Mango, Passionfrucht. Boah, Bruder, Popcorn Chicken, Liebe oder nicht Liebe? Liebe, Bro. Popcorn Chicken, ja, Liebe. Loco Mix, Bright Mango, Liebe. Danke, Popcorn Chicken. Loco Mix. Das kann man nur feiern, ja. Hast du wirklich Axtgeschenk bekommen? Wir? Was machst du? Hä? Ey! Nice! Aber wegen uns jetzt? Nein, warte mal, bitte. Hier, alle Kinder. Guck mal, doch, wir haben auch Axtgeschenk bekommen. Habt ihr auch Axtgeschenk bekommen? Hä? Nice! Aber was ist das für eine Kooperation? Cool! Cool, aber what the fuck? Stell dir vor, du gehst zu Menkes Bruder und kriegst einfach eine Werte, oder? Keine Ahnung. Garlic Cheese. Happy Meal so. Und White Truffle Flavor, vegan. Oh, nice. Ja, provoziert dich das, wie ich das ausspreche? Was ist das? White Truffle Flavor. Ah, das sind die Onion Rings. Oh, Onion Rings, Bruder, ich liebe sie. Ich würde sagen, die Pommes sehen aber crazy aus. So crunchy, munchy, ne? Wir probieren jetzt erstmal vor der Kamera von jedem ein. Wir beide von jedem ein. Okay. Und dann essen wir erstmal in Ruhe. Ist das eigentlich jetzt der ältere Dulatov-Bruder oder der jüngere? Ist der also Ich glaube, er ist jünger als der jetzt in der UFC ist, wenn mich nichts täuscht. Okay, aber man merkt, die Ähnlichkeit ist da auf jeden Fall. Ja. Aber so. Weißt du, was das Krasseste ist? Der Dulatov-Bro, der es geschafft hat in der UFC, dieser Bruder, der hat ja kranke Skills, so, ne? Ja. Und er hat selbst gecallt von wegen so, ja, seine Brüder, also dass er mitunter eigentlich der schwächste oder schlechteste MMA-Fighter seiner Brüder ist, wenn mich nichts täuscht. Wow. Also Bruder, ganz ehrlich, was erwartet dich, wenn die anderen dann mitmischen wollen? Also der Bruder wird auf jeden Fall, also auch der jetzt, also die Dulatov-Brüder werden da die UFC aufmischen, glaube ich. Ja, Mit der Familie und so weiter? Nein, so gut, du fängst gar nicht von so an. Okay, wir treffen uns in der Mitte da. Redest guten da. Matze, mein Freund. Freut mich, dass du wieder am Start bist. Wie geht's dir? Alles gut? Dazu kommen wir später, weißt du? Bist richtig am Start wieder. Es geht gerade wieder um Futter. Und wir sind gerade wieder am Craven, weil einfach alles wieder geil aussieht. Verfettet, aber geil. Okay, das ist ein Chicken Wing. Aus dem Hot Wing, oder? Okay. Ja. As you wish. Aber sieht so, ich meine, gut, ist nach Fried Chicken halt, aber sieht eigentlich so nicht abstoßend aus. Ich würde auf jeden Fall reingehen oder? Da. Nee, wir müssen jetzt noch. Wir machen erstmal. Ja. Eine Frage. Boah, ich hab so eine Hunger. Also, ja. Das schmeckt mir einfach viel lecker. Ja? Ich fand jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen den allen. Keiner war scharf und jetzt die Frage, ich glaube, man muss das benutzen. Weißt du, was ich meine? Für mich schmeckt das Fleisch, man. Alles aber auch weird, dass da kein einfach KFC, du sagst es ist im Endeffekt ein KFC-Konkurrenz, Abklatsch, wie auch immer.
Das wird eigentlich schon geschafft haben. Wir sind aus dem Hauptstadt gefahren. Jetzt gar kein. Also für mich. Wer vom Chat ist für KFC-Fan? Wir haben wirklich alle geholt. Von Schärfe her war gar keiner für mich. Wirklich. Außer was sagst du zu Chicken? Ich habe nicht mal kurz eine Schärfe. Was sagst du zu Chicken Plus in Wien? Gestern habe ich schon kurz was erwähnt wegen Chicken Plus. Also Chicken Plus, muss ich ehrlich sagen, die haben auch so einen Bestellautomat wie bei Chicken. Also sehr, sehr empfehlenswert. Also kann ich nur empfehlen, Chicken Plus, Thalia-Straße, kommt vorbei. Sonst ist mein Laden, na, aber man, ich würde sagen, es ist dein Laden, man kann mich. Und vor allem, die haben auch Smashburger und sind auch sehr gut. Also haben auch diesen Martin Potato Roll Buns und so. Also ist sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall. Nur mal kurz testen. Ne? Ist ein bisschen lauter jetzt oder ist noch immer zu leise? Ja, ja, ja. Ah, okay. Ihr müsst die Dinger benutzen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt für oder nicht für den Laden spricht. Das sagt ihr Chat so. Also wenn alles gleich schmeckt und du musst mit diesen ganzen Pulvergedöns da arbeiten. Chicken Plus und danach Musik. Yes, Sir. Können wir gerne machen. Sultan und Sultana, Chicken Plus Zerfetzung und danach Musik im Studio hören. Gerne, also gerne. Ich bin safe auf jeden im Start, Fall. Bro. Auf jeden Fall. Safe. Steht. Jetzt kommt auch ein anderer Geschmack. Garlic Cheese. Boah, Bruder, guck mal, wie das aussieht. Boah, wie viel da aber auch rauskommt, Bro. What the fuck? Ja, ist halt so American Style, also ist so. Aber fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen, gerade, keine Ahnung. Also ich finde es geiler, wenn du das Better machst, also wenn du die Panade machst jetzt, ja, und du knallst da schon gut Gewürze rein. Ja, also ja, wenn wir jetzt machen, oder Glazing halt so. Halt den Airfryer, weil gesünder, pipapo. Aber eben, entweder du machst eine Glaze drauf mit Geschmack oder du schaffst es halt wirklich schon, dass die Panier einfach gut Geschmack bekommt, so. Safe. Aber eigentlich safe. Auch wieder praktisch, wenn du Test selbst einstellen kannst. Ja, natürlich kannst du so den Taste selber einstellen, aber wenn er jetzt sagt, alles schmeckt gleich, ob ein Wing, ein Drum oder ein Popcorn Chicken, ist ja halt auch ein bisschen weird, oder? Aber ich würde es auch eher feiern, ja, voll. Ja, ne? Ey, magst du Trüffel? Wollen wir? Ein bisschen Trüffel. Oder einfach keine Ahnung, wie viel da rauskommt, gibt dir das? Boah, ne. Trüffel mag ich auch nicht. Der Poppers sah crazy aus. Die Poppers. Oh. Crunchy, ja. Crunchy. Das sind Kartoffeln. Es gab Kartoffelpops, oder? Aber ich sag dir ehrlich, ich würde überall die scharfe Pulver drauf machen. Was sagst du? Machst du scharf? Nein, Bruder, mach okay. Dick. Nee, mach dick. Alles klar. Wir essen. Die scharfe Links ist gut, Bruder, aber ich würde es besser finden, wenn die ja schon beim Zuhören. Ja, Bruder. Sag ich dir auch zu 100%. Ja, Jungs, ich esse jetzt. Okay, wir essen jetzt. Und wir kommen dann später zu bewerten. Ja, ich habe gerade den Burger ausgepackt. Das sieht okay, deswegen kostet es auch immer so crunchy Brötchen. Was sagst du zu deinem Burger? Mac and Cheese? 9 von 10? 10 von 10. Nein, komm, hör mir auf. Okay, krass, der sagt. Also, okay. No front jetzt, so für 2 Euro, wenn er gut schmeckt, geil. Aber ist natürlich jetzt kein Riesenburger, deswegen war ich vorhin neugierig, was du für 2 Euro bekommst. Ja, ja. Aber das normalerweise nie, so 2 Euro auf Hand. Aber kann man auf jeden Fall machen, ja, wenn er schmeckt, direkt auf Cold Slow. Ja. Gut. Probier mal bitte den. Ich hätte so essen müssen wie ihr, Jungs, ne? Boah. Da ist Geschmack drin, ne? So richtig so irgendein Geschmack. Mac and Cheese Burger kostet wie viel nochmal? Boah, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich denke weit über 2 Euro mittlerweile noch nicht. Weißt du das zufällig, Philipp? Weil ich glaube, den Double Cheeseburger in Wien bist du schon bei knapp 4 Euro, oder? Kann das sein? 3 irgendwas? Oder safe, so? Safe. Ich glaube, der Double Cheese bist du schon, ja. Ich habe im Chat. Ist der, also, oder knapp 4 Euro für den Double Cheeseburger ist schon auch ein Verbrechen eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist kein Snack mehr. Also, mir kann doch niemand erzählen, also wenn jemand im Chat dabei ist, dann lass mich das gerne wissen, jetzt aus Neugier. Aber Matze ist der perfekte Ansprechpartner dafür. Matze, mein Lieber, ein Double Cheeseburger ist doch voll genug vom Mc's, oder? Dann bist du bestimmt satt. Also mir kann doch echt niemand erzählen jetzt, no shit, dass du von einem Double Cheeseburger satt bist. So, hä? Aber der Double Cheeseburger, Bro, allein preislich jetzt schon, du packst noch einen Euro drauf und hast schon Döner, so. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also, es ist kein Snack das mehr, halt so. Das, es ist ja, kein, es ist schon... Also, Mc's ist schon ganz ehrlich, also man macht's eh nicht oft, ja, im Normalfall sollte man zumindest nicht so. Und außerdem, aber ich sag auch, wenn du es dann machst und du gehst jetzt einmal zu zweit dort essen, und ich sag dir, Bruder, ganz ehrlich, ich bin halt dann kein Mensch, der jetzt von einem Double Cheeseburger eben satt wird.
Und Bro, du brauchst halt gefühlt für Mäcki, wenn du zu zweit essen bist, so viel wie wenn du in ein Restaurant gehst eigentlich. Oh Also ja, es ist, oh ja, du nimmst halt, preislich. jeder nimmt sich ein Menü, dann nimmst du noch den kleinen Snackburger, vielleicht noch irgendwas zum Scheren, so eine Hühnchendipper, irgendwas, Box, keine Ahnung. Und Bruder, du bist preislich so, wie wenn du halt essen gehst irgendwo. Und das ist Safe, halt dann schon, safe. wo ich mir denke, macht keinen Sinn, weil, Bruder, gefühlt 3 Stunden danach, du hast wieder Hunger, ja. Und du hast trotzdem keine Nährwerte so. Safe, also allein jetzt Aber die ist der 63 über Verbraucher, Filet also braucht Fisch die oder Dinger. Fischmeck, wie man ihn auch nennt, so ist halt doch für dich eigentlich ein Snackburger so, aber ist auch schon 5 Ja, Euro oder voll. so. Also über 5 Euro, glaube ich, oder knappe 5 Ja. so. Und das ist auch Also. so, keine Ahnung, ist kein Snack mehr so. Und die, die wissen, wissen, nice Price Menü. Mausavocado, ja. Nice Nice Price Price, Menü. ja, die wissen, wissen. Nice Price in Teneriffa. 5,30, Ich gehe im sowas. Ausland, schreibt mir nicht Oh. gerade drauf. Deswegen sage ich gerade, Mäcki, Teneriffa rettet. Heavy, Feier kein Mac and heavy. Cheese. So Nudeln in Dings, Bruder, das ist komisch, Alter. Nudeln mit Brot. Aber, Leute, Wir haben dazu wow. keinen Aufschlag aufgesessen, Bruder. Nein, wir packen alles gleich in ein Dings und sagen zu einem Freund, Bruder, ich habe für dich mitgebracht. Aber die wissen nicht, dass übrig geblieben ist. Ich probiere mal alle Soßen und sage, welche die beste Richtige. ist. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Soße, aber nicht Trüffel Mayo, diese Soße ist schon sehr geil. Was ist das hier? Boah, das ist, glaube ich, spicy. Boah, guck mal, wie blutig die aussieht. Richtig Blut, Digga. Ja. Auch geile Soße. Ich Danke, bin Bruder. 81, damit Die ich wäre bei Einladung. 40, Viel okay. Spaß. Hier, wir haben erstmal auch alles mitgepackt. Ich sag euch ehrlich, meine ehrliche Bewertung: Overall, Preis-Leistungs-Verhältnis mit den ganzen Chickens, mit dem System, gebe ich eine 7 von 10. Was sagst du? Ich stehe mit Branch. Ja, 7 von 10 Preis-Leistung, ist fair. 7 von 10 ist Ja. okay. Ich finde es ein Ja. bisschen teuer, also ist jetzt nicht zu teuer, ist aber schon guter Preis. Also man darf es auf jeden Ich Fall. glaube echt, dass in Deutschland einfach Essen gehen billiger ist als bei uns. Kann das sein? Weil wir haben das gestern schon gehabt, die waren beim Iraner und die haben gezahlt, Bruder, 100 Euro für 3 Leute und haben gesagt, das ist teuer. Und da jetzt auch so, die Preise, die wir gesehen haben, waren doch voll human, oder? Und die sagen auch, es ist teuer. Also ich denke, das ist Ja, echt bei uns nein, einfach ich grundsätzlich glaube kein halt, Nur. im Vergleich zu, schau, es gibt ja in Berlin gab es ja auch dieses Riesa Chicken und du hast halt generell in Deutschland schon viel früher so diese KFC, nicht Abklatsche, aber einfach so diese Chicken Shops quasi, die jetzt, und ich glaube, er meint auch vielleicht so vergleichsweise zu den Chicken Okay. Shops ist es halt, Ist das teuer, dann ist so. ja, aber kann ich mir auch denken, Bro, weil eigentlich, es ist nur No Hate und so, Respekt, ich weiß, es ist Ja, der so auch Name was halt. Essen und es ist der Name und eigentlich es ist nur Ja. Deep Fried Chicken so, es ist jetzt kein, Mhm. weißt du, die müssen da nicht jetzt Ja, das wirklich ist gerade das grillen neue. und Oh, so, ja. dass du so, es ist einfach nur fried, also es ist eh eigentlich Ja, fühle ich. drum ist das so, aber ja, mal auf jeden Fall probieren würde ich es auf jeden Fall so, Ja. aber ja, also es ist halt. Ich sag mal so, ich glaube, da zahlt man halt wirklich auch so mehr. Ja, Loco Den Namen Chicken, der heftig ist, ja. Name, safe, safe. Also ich denke, Würde ich auch sagen, ja. das ist so. Aber 7 von 10 ist okay. So Ja, ist kann schon, ja. man. Schau, ich sage immer, 7 von 10 ist dieses, man kann guten Gewissens sagen, geh dort essen, es wird dich jetzt nicht umhauen, es wird nichts Neues sein, aber es ist solide und man kann es weiterempfehlen, so ist eine 7, finde ich. Safe. So wie, also wie gesagt, heute bei mir beim Iraner, da ist auch Beim so, Iraner, war halt auch so eine 7 von 10 so ja. preislich. Nur, ich muss halt sagen, preislich war es halt, waren es dann doch so 43 so. Für 2 Hauptspeisen oder was? Genau, zwei Hauptspeisen und zwei Getränke. Okay. So. Ah, War das ist schon pricier, sage ich einmal. Price, Also, ja, das safe, ist schon, safe, ja. safe. Also Ist schon, würde ich schon sagen, eher in der oberen Dings angesiedelt. So jetzt für iranisch essen gehen, schon teuer, ja. Also, wenn du sagst, über 40 Euro für 2. Und dann ist 7 von 10 nur unter Anführungszeichen, Nur, aber. ja, es war dann halt Das so, es war dann halt so nichts, wie sagt man so, es war dann nichts, was nichts, outstanding ist, ja, oder nicht was so. auf und die haben jetzt nicht Ja. so, keine Ahnung, irgendwie, die haben jetzt nicht, wir haben jetzt auch keine, weiß nicht, Special Getränke bestellt, dass es extra teuer ist, sondern so, weiß nicht, Getränke waren so um die 4 bis 6 Euro, so, je nachdem, was du nimmst. Ich meine, die haben auch speziell, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert, eben so wie du jetzt gesagt hast beim Chicken so. 7 von 10, Bro, kann man empfehlen, kann man auch Aber machen, so, ja. ja, man macht nichts Falsches. So. Okay.
So. Gut, lass reingehen. Schauen wir mal, was die noch sagen. Ich glaube, sie ist schon am Ende. Machen. Ansonsten empfehle ich euch diesen Kohlestaff-Burger. Der war geisteskrank. Er sagt zu Costo eiskalt Kohlestaff-Burger. Das ist so Mac geil. Ist geil. Die geil. Sind geil. Kohlestaff. Mein Cousin, Kohlestaff. Was ich traurig gemacht habe, ist, dass ich zwischen Cousin von Jugoslaw. Kohlestaff. Gegessen habe, ohne Soße, kein Unterschied gemerkt habe. Ihr habt ja gesehen, ich habe alles einzeln bestellt, aber diese weiße Weste, Bro, ist auch giftig beim Essen, Bro. So, also weiße ja, Sachen ja, so. Ja. So. Weißes Bio. Dragoran. Dragan und Goran. Dragoran. Jetzt auf ja, ganz entspannt, ohne das nächste dann direkt zu rushen. Okay, ich glaube, wir sind gut, was Bro. Sagt der Chat?